Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Versus-Video. 5 Monate lang hat es gedauert, bis ich nun endlich wieder ein Versus-Video für euch raushaue. In diesem Video vergleichen wir zwei wunderbare Battle-Packs miteinander. Das eine ist die 75035 aus dem Jahre 2014 Kashyyyk Trooper Battle-Pack. Und das andere ist die 75359, das Battle-Pack der 332. Kompanie. Um diese beiden Battle-Packs miteinander zu bewerten, habe ich mir wieder eine kleine Liste zurechtgelegt. Gemacht, auf welchen wir die verschiedenen Kategorien bewerten. Das wäre einmal Preis, Design, Minifiguren, Spielmöglichkeiten und meine eigene Meinung dazu. Für jede Kategorie vergebe ich einen Punkt. Am Ende zählen wir zusammen und schauen, welches Set gewonnen hat. Der erste Punkt ist der Preis. Das Battlepack aus 2023 ist ja erst vor kurzer Zeit erschienen und kostet uns aktuell 20,99 € bei Lego selber. Und das alte Battlepack aus 2014 kostet uns heute gut 80 bis 100 €. Ich habe da schon sehr, sehr wilde Preise dafür gesehen. Damals ist es erschienen für, glaube ich, 15,99 €. Das ist natürlich besser als das Battlepack hier. Aber wenn ihr heute eins von diesen beiden Battlepacks bekommen möchtet, dann ist es selbst im gebrauchten Zustand sehr wahrscheinlicher, dass ihr dieses hier bekommt. Deswegen auf jeden Fall ein Punkt schon mal an das 2023er Modell und 0 Punkte in dieser Kategorie für das alte 2014er. Als nächstes steht auf der Agenda der Punkto Design. Hier bewerten wir natürlich erstmal nur das Set, weil die Minifiguren eine eigene Kategorie haben. Bei beiden Sets ist logischerweise ein Swarm Speeder mit dabei. Dieser Swarm Speeder ist in den sehr schönen Farben des 41. Elite Corps gehalten und dieser Swarm Speeder ist tatsächlich ein bisschen kleiner gemacht, aber dafür mehr kompakter und der sehr universell einsatzbar für die 501. oder eben für die 332. Tatsächlich von der Größe her ist der alte ein Ticken länger als der neue. Dafür wirkt der neue ein bisschen detaillierter. Hier hat man das Gefühl, als wenn da wirklich nur ein paar Steine zusammengesteckt worden wären. Dennoch fragt man sich, ist die Größe jetzt wichtig? Ich persönlich würde mal sagen, in einem Battle Pack spielt das eher die untergeordnete Rolle. Und außerdem gefällt mir das Design von der 332. auch deutlich besser als das alte. Geben wir also dem neuen Modell einen Punkt und dem alten 0. Als nächstes haben wir die Kategorie der Minifiguren und glaubt mir Leute, es ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen zu ermitteln, welches von diesen beiden Battlepacks die besseren Figuren hat. Nein, ich verarsche euch nur, es ist eigentlich wirklich sehr leicht. Und zwar ist das alte deutlich besser mit seinen Minifiguren. Lego hat sich damals wirklich noch richtig Mühe gegeben, uns richtig coole Figuren selbst in Battlepacks mitzugeben. Und ihr seht hier nur reguläre Klontruppen, ja. Wir haben 2 Scout Trooper und 2 reguläre Trooper ohne diese doppelten paar Helmlöcher an den Seiten. Das waren noch die guten Phase 2 Helme. Und bei diesen Battlepack, ganz ehrlich, ich finde es cool, dass die keine Start-Shooter mit dabei haben, aber die Tatsache, dass die diese doppelten paar Helmlöcher haben und der Helm das einzige Exklusive an dieser Figur ist, macht das Ganze nicht wirklich gut und vor allem, wir haben hier einen benannten Charakter drin, ja, Captain Vaughn, den könnt ihr von mir aus in teurere Sets packen, aber nicht in Battlepack-Lego. Und es ist einfach wirklich nie gut, einen benannten Charakter in einem Battlepack zu haben. Zusammenfassend kann man sagen, dass man mit dem alten Battlepack wirklich wunderbar seine Armeen aufbauen kann. Oder auf jeden Fall seine Legion. Und hiermit funktioniert das leider nicht so gut, weil wir haben 3 reguläre Klontruppen. Daraus könnt ihr eure Kompanie zusammenstellen, aber gleichzeitig habt ihr auch dann gefühlt 20 Vons. Und was will ich mit denen? Geben wir also dem alten Battlepack den verdienten einen Punkt und dem neuen Battlepack 0. Das ist eine sehr akkurate 0. Als nächstes haben wir den Punkt der Spielmöglichkeiten bei beiden Sets. Und wie man sich denken kann, die sind schon sehr gleich gehalten bei beiden Sets. Jedoch gibt es auch bei diesen kleinen Sets ein paar signifikante Unterschiede. Bei dem alten Swarm Speeder hier konntet ihr links und rechts, genau wie bei dem neuen, jeweils eine Minifigur reinplatzieren. Hier bei dem alten Swarm Speeder ist jedoch für die Minifigur links und rechts deutlich mehr Platz als eben bei diesem neuen. Ihr könnt auch bei beiden hier diese Deckungen runter machen, um dann die Minifigur dort drin zu platzieren. Damit herumfahren, natürlich, das geht immer. Jedoch bei dem alten Swarm Speeder habt ihr hier vorne keine Kanonen. Bei dem neuen Swarm Speeder habt ihr hier vorne 2 Stud-Shooter dran, die ihr auch natürlich abfeuern könnt. Okay, den werde ich nie wiederfinden. Jedoch, wie kriegt man hier seine Wumm ran? Ganz einfach. Ihr nehmt euch dann die entsprechenden Piloten für den Swarm Speeder. Den könnt ihr dann hier so einfach reinsetzen. Klappe hoch, dann sitzt ihr da vor euch drin. Und den Stud-Shooter, den er eigentlich als normale Handwaffe hat, den könnt ihr hier vorne ranklippen. Dort ist er automatisch verstaut und fungiert als Blaster, um nach vorne zu ballern. Bei dem neuen Swarm Speeder ist es dann so mit der Waffenverstauung, dass ihr dann euren Clone Trooper einfach dann nehmt, die Klappe hochmacht und die Waffe hier hinten an diesem kleinen Clip anbringt. Dieser Clip ist dann nämlich auch, ja, richtig für die Waffe in Anführungszeichen dafür vorgesehen. Was ich jedoch auch besser finde bei dem alten Swarm Speeder, ist, dass ihr diese Stud Shooter hier vorne, die dann als Blaster des Swarm Speeders fungieren, nach oben, unten, rechts, links eben wirklich sehr, sehr weit drehen könnt, währenddessen bei dem neuen die Stud Shooter nur noch nach oben und unten geklappt werden können. Und vor allem schießen die noch nicht mal gerade, sondern eher
schräg. Also ich würde jetzt, wenn der Swarm Speeder hier so steht, die Figuren da hinten nicht treffen, die fliegen an beiden Seiten vorbei. Bei dem neuen Swarm Speeder bekommt ihr jetzt übrigens auch noch so einen kleinen Mini-Mörser mit dazu. Ob das den 1 Euro extra Aufpreis aktuell so wirklich wert ist, naja, ihr könnt Lego, ihr, diese Teile, die hättet ihr auch weglassen können und hier uns einen längeren Swarm Speeder geben können, weil der hier ist länger und der ist kürzer, aber ein bisschen kompakter. Also, es ist zwiespältig, aber der ist unnötig, dieser Mörser. Den braucht keiner. Und rein vom spielerischen Aspekt her muss ich sagen, dass ich den alten Swarmspeeder dann doch viel besser in der Kategorie finde. Einfach weil, ja, Stud-Shooter, die hasst jeder, aber sie existieren nun mal und sie sollen ja angeblich ein gutes Spielfeature sein. Und halt jede Minifigur von dem alten Swarmspeeder hatte so einen Stud-Shooter, welchen ihr abfeuern konntet. Und der Handblaster hat hier vorne dann als richtig coolen Laserblaster des Swarmspeeders nun mal fungiert. Minifiguren konntet ihr reinsetzen und mehr wurde von dem Swarmspeeder auch gar nicht verlangt. Geben wir dem alten Set den Punkt und dem neuen 0 Punkte. Und nun ist der letzte und alles entscheidende Punkt für dieses Versus Video angebrochen. Dieser enthält nämlich meine persönliche Meinung. Fangen wir erstmal damit an. Beide Battle Packs haben auf jeden Fall ihren Reiz. Jedoch hat auch jedes Battle Pack seine Vor- und Nachteile. Vorteile hier, gutes Battle Pack, um Army Building zu betreiben. Nachteil hier, schlechtes Battle Pack, um Army Building zu betreiben. Guter Punkt hier, wir haben einen großartigen Swarm Speeder, auch wenn die Knarren hier vorne nicht wirklich akkurat nach vorne schießen können. Negativer Punkt, hier eher im Design ist das, der ein bisschen zu offen wirkt. Dieses Battle Pack ist übrigens auch in der Prime-Time der Battle Packs erschienen. Die, die mich auf jeden Fall schon ein bisschen länger auf YouTube verfolgen, die können sich schon denken, welchem Battle Pack ich hier den Punkt geben werde. Und zwar werde ich dem Punkt den 41. geben. Wir haben hier wirklich ein paar richtig, richtig gute Scout Trooper dabei. Ich liebe diese Scout Trooper mit ihrem exklusiven Helm. Und auch vor allem die anderen zwei Clone Trooper, die überdecken einfach zu viert diesen Swarm Speeder komplett. Währenddessen hier drüben, es sind gute Klone. Aber die sind so kurz davor, wirklich perfekt zu sein. Lasst Captain Warner raus, macht mir dann noch einen 332. Rennen ohne doppelte Helmlöcher und ich hätte diesem Battle Pack vielleicht auch den Vorrang gegeben. Aber in meinem Herzen bleibt das 41. Battle Pack. Gebe ich ihm also von meiner Seite her den Punkt und dem neuen Battle Pack kein Punkt. Die Zusammenzählung ergibt, wir haben hier 3 Punkte und wir haben hier 2 Punkte. Bedeutet, der Gewinner ist das alte Battle Pack von 2014 mit den 41. Elite Corp Troopers. Und ich hoffe, damit ist alles gesagt. Was ist eure Meinung zu diesen beiden Battle Packs? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Wie hättet ihr bewertet? Schreibt es gerne auch unten rein. Lasst mir ein Like da und ein Abo. Das hilft mir und dem Kanal. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir hören uns beim nächsten Video, Freunde. Bis dahin, ciao.